Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier, gerade noch mit Marsch für so ein 2.9. Ja, ich mache hier weiter mit Abfahren von Gras. Hoffen mal, dass ich das alles hinkriege jetzt. Ne? Ich habe ja hier den Spielstand von Steam und leider den Mod-Ordner nicht vollständig gehabt. Ich hoffe, dass ich da nicht zu viel Verlust hatte an Fahrzeugen, Geräten. Sicherlich wird einiges andere vielleicht nicht da sein. Das halte ich für möglich. Das Gute ist, dass die letzten Jahre im Prinzip nicht so viele Mods, letzten Monate nicht so viele neue aufgebracht habe, sondern begrenzt. Und wenn was fehlen sollte, muss ich irgendwo nachreichen, wenn ich mit dem wieder zugreifen kann. Der ist aktuell zur Reparatur und das alles drauf. Der Hänger ist da. Fräse, Traktor. Die wollten mir Gülle raufbringen, also Gärreste. Muss noch gesammelt werden. Milch haben wir, 6000 jetzt. Stroh- und Futteranhänger. Den starten wir gleich wieder. Da waren wir fertig gewesen. Das machen wir nachher. So, können wir gleich mal an den Kollegen hier eingreifen. Hier nicht, da. Da muss noch wachsen, beziehungsweise keimen. Oh, wo ist das hier? Da. Der hat ja Gärreste ausgebracht. Im Schlitzsystem. Er hat gerade Nachschub geholt. Man sieht ja hier vorne, die erste Reihe ist fertig, die Vorgewende. Und ich weiß nicht, ob der Kurs hier gespeichert wurde. Jedenfalls muss er jetzt mal Gärreste holen. In der WGH. Das sieht hier ganz gut aus. Ich habe hier, glaube ich, keine Verluste gehabt mit Fahrzeugen. Die BGH ist voll, auch gut für die Lage, ne? Ist alles da. Dann brauche ich nicht starten. Hat nicht keinen Zweck. Dann checken wir alle Fahrzeuge zur Wiese Nummer 50. Weil da ist nämlich noch Grasmähen an der Reihe. Aber ich bereite mal vor. Aktuell ist ja Regen und ich möchte erstmal eine Sache abschließen, bevor ich da weiterhin die nächsten Schritte vornehmen werde. Das kann nämlich auch so ein Verlust von Fläche, also von Gras bedeuten. Gerade bei Season ist das so. Das ist dann ungünstig. So, passt so alles gerade. Ja, Aufnahme. Ja. Mal ein bisschen gucken. Im alten Rechner war das alles alt, ist gut, auf den der jetzt defekt ist oder Reparatur ist, war alles eingestellt. Und hier ist das bisschen die alten Einstellung. Musste ein bisschen improvisieren. Ist ja halt mal so, ne? So. Der sollte auch bekämpfen. Also. Wir müssen erstmal sehen, dass wir das hier so eingestellt bekommen, dass der den Nachschub vom Hof holt. Und zwar hier ist das für Feld. Das ist Feld Nummer 4. Gleich mal einstellen. Nächstgelegenen, sonst wird nichts. Wir nehmen hier natürlich Flammschutzmittel. Einladen, da muss ich ein bisschen gucken, was ich da alles eingetragen habe. Bei Standard eigentlich. Und beladen Düngerfabrik, nee. Beladen Gärreste, nee. So, und hier. Kursberechnung, das ist die Arbeitsbreite. Ich glaube 36 Meter.
Kursgenerierung. Befehl 4, Vorgewende 2, ja 36. Ein Fahrzeug. Kursgenerierung. Kurz mal rechnen. Keine Rückmeldung. ja, das passt, passt. Zurück. Das könnte gut klappen. Den Kurs werde ich mal gleich mal speichern. Feld 4. Pflanzen. Okay. Okay, sollten wir hin. Pflanz. Nee, auf verkehrt geschrieben. Ich habe es hier geschrieben. Ja, Pflanzen, ja gut. Ist schon spät. Heute ist nicht mein Tag. Ne, P, klar, P. P, F. Ja. Ich bin alt. Oh, das konnte ich schon früher nicht gut. Das ist leider so. Es ist, bei mir ist das so Rechtschreibung. Muss ich viel überlegen und oft liege ich doch verkehrt, ne? So, dann gehen wir gleich rüber auf Feld Nummer 7 und machen die Feld 6. Ja, Schule, Rechtschreibung war ich noch nie Freund gewesen, ne? Also, das war eher eine Katastrophe. Der kommt nicht weiter. Ich bin ja so froh, dass hier bei YouTube ausfüllen, dass von Google die Rechtschreibkorrektur ist. Überwiegend ist es sehr hilfreich. Für mich jedenfalls ist es ist Gold wert, kann man sagen. Ne? Und wäre sehr vieles komplett immer verkehrt. So, das Feld Nummer 6. Wir haben schon eingestellt. Wie sonst fällt. Dann Kursrechnung. Das ist Breite von 20 Meter. 6. Da muss ich gleich gucken, was das hier passt. Nicht passt. Zurück und einstellen, speichern, Feld 6. Ja, noch nicht Großstadt, das ist all durcheinander. Aber oft hilft eine Übung, aber nicht immer. Passen. Wo hat's gehabert? Hier vorne irgendwo. Ich habe mich festgelaufen. Den checken wir auch auf Feld 50. Sobald der Regen aufhört, können wir mit Mähen beginnen. Und
Ich stelle mal so fest, ich muss wieder ein bisschen mehr in der Woche machen. Dann habe ich am Freitag dann habe ich ein bisschen mehr Zeit für zum Wochenende zum Bearbeiten. Aber die Woche war auch ein bisschen blöd. Die erste Arbeitswoche ist immer bescheiden, drücke ich mal so aus. Und ich war im Grunde froh, dass ich Kettle am Kopf fertig hatte. Wo sind wir? Feld 9, das ist komplett verkehrt. Ja. Mal arbeitsloses Feld. Dann mal gucken, wo wir waren. Der rechte ist es hier. Das ist gesagt, das Blöde ist jetzt hier. Der Regen, ne? Ich hätte das speichern müssen, wo ich auf dem Feld stehe, das wäre ein bisschen leichter gewesen. Dann wären die genau an dem Punkt geblieben, wo sie halt waren. Hier sind zwei Punkte, zwei in der Reihe noch. Mal ganz kurz Kursplay hier aktivieren, dass man sehen kann. Wo war eingestellt? Wo hat der Kurse berechnet? Das weiß ich jetzt nicht. Das ist Feld 4. Feld 12. Gruppe nicht, Ernte. Das war Schwatten. Mehl, Grasbahn, Flügen. Ach, ja. Und jetzt immer die mit Rechtschreibung, also mit richtig schreiben, wohin genau, ne? Das ist mächtig, was verkehrt. Die sind Kurse weg. Ich weiß auch warum. Das ist deswegen weg, weil das die anderen Kurse auf dem anderen Rechner drauf sind. Das ist äußerst ungünstig. Da muss ich improvisieren. Improvisieren heißt, ich muss ja mit einem Spattergerät mal auf den Kurs gehen und dann kann ich mal einen Kurs programmieren, was ich gespattet habe. Und dann kann ich das entsprechend überschreiben auf die Fahrzeuge, die sammeln. Die Outlife-Kurse sind ja abgesichert in der Speicherdatei. Kursplay-Kurse anscheinend woanders. Auf dem Rechner oder jedenfalls nicht in der Datei bei Steam. Sonst wäre jetzt hier gewesen. Ich habe die Kurse gehabt, ich habe sie hier gespeichert gehabt. Gut. Ist immer so, ist, ne? Ich habe vorne angefangen und wir haben zuerst die Feldreihen gemacht. Das habe ich mal so im Kopf behalten. So. Und zwar fangen wir hier vorne an. Feld 3. Auch verkehrt. Kursgenerierung. Feld 12. Vorgewende war. Oh weh, waren es 4? 2. 2. 2 Fahrzeuge. 14,8. Beginnen auf dem Feld rein. Das sieht aber ganz komisch aus. Automatisch müsste passen normalerweise. Ja, da hat er nicht angefangen. Das
Das ist jetzt eine gute Frage. Der hat hier angefangen gehabt. Grün. Normal. Überspringen der Reihe nicht. Der hat hier, sollte hier anfangen. Dann passt das ungefähr, ja. Dann müsste das so hinkommen, ungefähr. Wir müssten die anderen Fahrzeuge nur ein bisschen dirigieren, also ein bisschen verschieben in der Reihe. Dann müsste das funktionieren. Das speichern wir nicht, ja, da bringt jetzt nichts. Das ist ja dann Blödsinn. Die neu gestellten Kurse, da ist es nicht tragisch. Aber meinen alten Kurs, ich würde nur kopieren vom Grunde ein paar Meter. Der muss jetzt sein, ja genau. Und können wir wegmachen. Ich muss mal schauen, dass er irgendwo anfängt. Die Richtung kann schon mal passen. Dann ist der jetzt mal der linke oder der rechte. Das passt nicht hundertprozentig, aber irgendwie muss ich hinkriegen. Ist ja im Grunde auch nicht ganz dramatisch. Hauptsache, wir haben ein bisschen was zu retten. So. Passenden Wegpunkt. Das machen wir so. Du bist dann rechts. Einstellen. Jetzt fährt er garantiert bis mal nach rechts und muss ein bisschen korrigieren. Und zwar seitlich. Das Outdrive-Ding passt. So lange, bis er den richtigen Kurs hat. Ich hoffe ja, dass er so mittig. Dann fange ich von vorne an und mich da ganz oben. Ja, ich habe das BIOS-Programm aktualisiert und hinterher war alles ja, weg. Hinüber, ließ es nicht mehr starten. Ich war den ganzen Tag krank. Und mich geärgert über mich selber. Aber gut, das nicht so ändern. So, 9, der ist im Graben. Entlassen. Nochmal Allrad. Gut, das Feld 9 mir nicht gehört. Ja, da hier jetzt Regen angesagt ist, mehrere Tage, habe ich gleich nicht gesagt, kommt da denkt eine Heutrocknung rein und dann ist es entsprechend gut. So, dich werden wir auch mal gleich mal programmieren. Feldmodus, kopieren. Da musst du auf der linken Seite, in der rechten Seite sein, das ist richtig. Und wenn wir gleich mal sagen, wie es fair fahren muss, ne? In der Hoffnung, dass es dann einigermaßen klappt. Also müsst ihr ja zur Not mal neu starten, ne? Zumindest teilweise. Das möchte ich ja nicht vermeiden. Ja, die Kurse sind im anderen Rechner gespeichert, also ist von daher wahrscheinlich, ja, da sind sie gut aufgehoben, ne? Aber das ist halt nicht mal so, ne? Das gleiche wird mit Dings sein, mit dem, mit dem anderen Programm. Fangen wir da an. Weiß ich genau, dann machen wir runter. Weiß ich genau, ob das
Da muss ich auch noch die Kurse, also für 23. Ah, da ist nicht ein Problem, das ist, da können wir notfalls noch von vorne anfangen. Und da ist ja gerade mal angefangen worden und ist auch nur ein kleines Zelt, ne? Also von daher ist halt nicht tragisch. So, wir müssen jetzt hier vorne angehen. Bin ja hier ein bisschen in Zeitdruck, weil hier das ganze Wetter und so, das ist ungünstig. So. Einstellen und wir müssen hier gleich mal gerade berechnen. Wir müssen hier ein bisschen rechts, dann musst du links fahren. Oder war das hier vielleicht der Kurs? Das könnte auch sein, aber wie gesagt, das kann man jetzt nicht sagen. Also eigentlich ist die Richtung links von diesem Kurs. Im Grunde könnte das auch von rechts gewesen sein. Mal gucken. So. Ich habe wieder eine. Beim Fahren kann sie entsprechend dann nach hinten bewegen. Ne? Mal das Beste. So. Ich muss ja auch hier die erste Reihe von vorne nehmen. Ne? Sonst, oh, Überlänge. Das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ich sage noch schönen Dank fürs Reinschauen. Dann sagt mal tschüss und ciao. Ja, morgen geht es hier weiter mit Gras ernten und Gärreste ausbringen. Sobald hier das Gras gesammelt ist, wird hier auch Gärreste aufgebracht und dann geht's hier weiter. Ja, danke fürs Reinschauen. Tschüss.